Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Still Running for Charity im Jahr 2023. Heute ist Mittwoch, der 25.01. des gleichen Jahres und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Gucken wir uns an dieser Stelle erstmal an, wie viele Kilometer wir insgesamt schon gelaufen sind, nämlich 99 und wie weit wir es denn haben bis zum ersten Teilziel der Schweizer Grenze. Dann möchte ich hier den aktuellen Spendenbetrag einblenden. Da werdet ihr jetzt was gesehen haben, aber dazu komme ich gleich nochmal. Nicht zu vergessen, jeder von mir erlaufene Kilometer wird am Ende des Jahres in Euro mit allen bis dahin zusammengekommenen Spenden überwiesen werden an den Deutschen Kinderhospizverein e.V. und an die Vier Pfoten. Wer mitmachen will, hat genau drei Möglichkeiten, das zu tun. Welche das sind, erfährt man auf YouTube in der Videobeschreibung. Alternativ kann man mich immer natürlich auch sehr gerne persönlich fragen. Dann möchte ich an dieser Stelle Danke sagen an folgende Personen, höchstpersönlich, die meine letzten Laufbeiträge geliked haben. Und zwar an den Dion, an die Jackie, an den Chris, an den Enzo, an den Mo, Abdelicious, an die Selina, an den Basti, an die Nicole, an die Charelle, an die Mel, an die Brigitte, an die Mimi, an die Miss Barber, an den Christian, an die Christine, an den Sakavo, an die Jenny, an die Martina, an die Victoria, an die Umaima, an das gesamte Dent Smile Team, an den Marcel, an die Andrea, an die Michi, an den José, an die Frau Funk, an den Olli, an den Deutschen Kinderhospizverein und zuletzt an die Marina. Vielen, vielen lieben Dank, vielen herzlichen Dank für euren Support. Weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Macht mich wie immer sehr glücklich, motiviert mich auch ein bisschen für heute. Und die Motivation brauche ich nämlich, weil Nachtschicht. Dann natürlich auch an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen, unbekannterweise, den ich nicht kenne, der sich warum auch immer irgendwie mal auf irgendeinem Social-Media-Kanal von mir verirrt, meine Beiträge liked, irgendwie einen Kommentar mal da lässt, abonniert meinen Kanal oder mir auch mal so eine Nachricht schreibt. Also vielen, vielen lieben Dank, weiß ich sehr zu schätzen. Kommen wir zu den Themen. Erstmal, warum trage ich diese Mütze? Ja gut, meine Haare sind momentan am Wachsen. Ich war schon lange nicht mehr beim Friseur und darunter sieht es wahnsinnig spannend aus und deswegen ziehe ich die Mütze auch gleich erst aus, wenn wir am Laufen sind. Und ansonsten, ja, wie geht es mir sonst? Wie ist die Woche gestartet? Die Woche war jetzt gut. Ich arbeite Nachtschicht. Ich bin relativ fit, auch wenn ich sehr müde bin. Es könnte besser sein, es könnte aber auch wesentlich schlechter sein. Ja, dann war, wie war die restliche letzte Woche noch gewesen, beziehungsweise wie war das Wochenende gewesen? Wochenende war Gott sei Dank sehr, sehr, sehr entspannt. Wie man vielleicht gesehen hat, ich habe vorhin schon einen Post auf Instagram gemacht, wo man sieht, wo wir halt am Sonntag gewesen sind, nämlich da bei den Sandplatten. Wir waren da relativ früh da gewesen und mein Ziel war ja gewesen, dass ich mit dem Auto quasi die Strecke hinfahre und wieder zurück. Leider, leider Gottes musste ich nach der Hälfte der Hinfahrt anhalten, weil es mir nicht gut ging. Das Gute war aber, wie gesagt, das war für mich erstmal wie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich ja doch sehr euphorisch und sehr motiviert gewesen bin die ganze Zeit. Aber ich muss sagen, ich bin mit meiner Frau, mit unserem Hund im Auto gefahren. Ich habe die halbe Strecke hingeschafft, was ein bisschen Autobahn mit ist und dann halt Hügel hoch. Aber ich sage ganz ehrlich, auf dem Weg nach oben, auf einmal habe ich mich wieder auf alles konzentriert. Meine Augen sind nur hin und her gesprungen. Dann war es irgendwie leicht neblig, dann hat es leicht geschnieselt. Ab dem Moment habe ich mich so unwohl gefühlt. Ja, ein bisschen geärgert hat es mich schon, weil von der Sportkurve hier, dieser Rennkurve, hat nicht mehr viel gefehlt bis zum Sandplatten. Aber damit habe ich eine Motivation fürs nächste Mal und lass mich da nicht ärgern und lass mir da auch nicht den Mut nehmen und wir arbeiten weiter dran. Und ja, wie gesagt, ansonsten da, wir waren Gott sei Dank relativ früh da gewesen, heißt, wir sind schön mit unserem Hund spazieren gewesen, hatten dann da vor Ort an dem Restaurant, an dieser Gaststätte, was sie da haben, hatten wir dann erstmal an der Hütte einen Obstler und zwei Glühwein und waren dann aber in der Gaststätte auch noch essen gewesen und ich sage nach wie vor, wie es ist, also Kalbschnitzel, fantastisch. Dann hatten die da einen Handkäse mit einer eigenen Vinaigrette und ich bin sehr empfindlich, was Handkäse angeht, also da mag ich eigentlich keine Veränderungen am Rezept oder an der Art und Weise, wie es zubereitet wird. Aber sensationell, also ich habe auch selten außerhalb der eigenen vier Wände so einen leckeren Handkäse gegessen. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ich blende hier die Informationen von der Gaststätte nochmal ein. Ich vergesse mal den Namen, ich glaube, das ist Tannwald oder Tannheim oder so ähnlich. Es tut mir leid, aber ja, nur, dass ihr wisst, also ein absoluter Geheimtipp, da sollte man mal essen gehen. Dann hatte ich eine Antwort bekommen, e-mail-technisch, weil ich mich ja Anfang des Jahres bzw. Ende letzten Jahres schon bei den Vier Pfoten und beim Deutschen Kinderhospizverein gemeldet hatte, dass ich halt da Spenden sammeln möchte. Habe dann jetzt auch Antwort von den Vier Pfoten bekommen. Da gab es leider dann wohl ein Missverständnis, weil die gedacht haben, dass ich da irgendwie eine Kooperation mit denen haben möchte, was aber gar nicht der Fall ist und habe dann auch am Ende nochmal klargestellt, hier Leute, ich will eigentlich nur Spenden für euch sammeln und auf die gute Sache aufmerksam machen, haben dem Ganzen zugestimmt und freuen sich darauf dann am Ende des Jahres. Was ich halt nicht machen darf, ist das Logo verwenden. Deswegen ist jetzt halt auch hier, und ich blende das Bild gerade nochmal ein, also sieht man das Logo der Vier Pfoten nicht. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen dürfte so in dem Sinne, aber da mir geraten worden ist oder gesagt worden ist, dass man das Logo nicht sehen darf, blende ich es halt jetzt ab sofort aus. Es bleibt dabei, die Spenden dieses Jahr gehen am Ende des Jahres 50-50 an die Vier Pfoten und an den Deutschen Kinderhospizverein. Dann ist mir aufgefallen, ich habe total verpeilt, irgendwie im letzten Running for Charity Video meinen Wochenendlauf mit einzublenden. Macht aber nichts, weil ich bin letztes Wochenende auch nochmal gelaufen und dann blende ich hier den Lauf gerade mal ein. Und damit haben wir jetzt schon tatsächlich, und vorhin hat man ja gesehen, wir haben die ersten 100 € an Spenden zusammen.
und haben jetzt dann auch sogar schon die ersten 100 Kilometer Gesamtstrecke gelaufen mit dem Lauf vom Wochenende. Und ja, also sau cool. Ich freue mich da, also ich find's einfach unfassbar cool und klasse, dass wir das jetzt schon geschafft haben in der Kürze der Zeit. Und ich bin mal gespannt, wie viele Kilometer wir heute noch draufpacken können. Dann kommen wir tatsächlich auch schon zum letzten Thema. Normalerweise ist das immer eins, was ich als erstes zeige oder einblende, aber ja, kommen wir zum Therapie-Update von letzter Woche. Ich blende das hier jetzt mal ein. Herzlich willkommen jetzt mal zu meinem Therapie-Update. Heute ist Donnerstag, der 19.01. Es hat mittlerweile angefangen wieder zu schneien. Ich wollte mal eben schnell ein Update geben zu meiner Therapiestunde. Seit der letzten Therapiestunde hat es bei mir auch, was heißt, wenig getan. Ich habe so gut wie keine Panikerfahrungen jetzt mehr. Ich werde sicherer beim Autofahren. Ich habe mich mental auf viele Dinge eingeschossen oder mir sind viele Dinge bewusst geworden und irgendwie in den letzten zwei Wochen oder eigentlich seitdem dieses Jahr gestartet ist, werden Dinge immer einfacher. Und ich habe da auch in der Therapie drüber geredet und auch meine Therapeutin ist begeistert von meinen Fortschritten und meint, das macht sich auch in meinen Fragebögen bemerkbar, weil man ja, oder ich zumindest, bei jedem Termin zur Anfang oder zur Therapiestart, zur Start der Therapiestunde und zum Ende der Therapiestunde muss ich ja immer so einen Fragebogen ausfüllen. Und die Ergebnisse schlagen mittlerweile in eine Richtung ein, was mir selber auch auffällt. Habe auch heute Morgen zu meiner Therapeutin gemeint, dass ich mich fast schlecht fühle, dass ich die Therapiestunde heute wahrnehme, weil ich mich so gut fühle und das Gefühl habe, dass ich jemanden, der vielleicht die Therapie mehr bräuchte als ich gerade im Moment, da irgendwie wertvolle Zeit stehle. Ja, haben halt so nochmal, also weil am Montag, achso, wenn ihr das seht, ist ja schon Montag gewesen, war ja dann mein Zweijähriges seit Ausbrechen der Panikattacke. Und wir haben dann nochmal Revue passieren lassen, was alles passiert ist, wo die Ursprünge herkamen, ja, woran alles gearbeitet worden ist, was wir aufgearbeitet haben, was ich aufgearbeitet habe, Vergangenheitsbewältigung, Traumabewältigung, die Fortschritte, die ich gemacht habe, sei es irgendwelche Enden gekappt mit Menschen, die mir nicht gut tun, Drogenmissbrauch aufgehört, angefangen halt irgendwie wieder mehr ins Leben zurückzukommen und alles und so viel mehr. Und wie man sich einfach weiterentwickelt hat in den letzten zwei Jahren dann, ja. Und wir sind auch jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, gut, ich glaube, wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, vom zweiten Therapieblock haben wir 36 von knapp 60 Stunden oder von 60 Sitzungen haben wir jetzt voll und ich will auf jeden Fall die 60 noch zu Ende bringen, aber ich denke, danach wird es für mich mit Therapie nicht weitergehen. Ich habe halt auch gesagt, mit so diesen kleinen Wehwehchen des Alltags komme ich ja zurecht und ich arbeite ja auch proaktiv daran, irgendwie wieder vermehrt unter Leute zu kommen und sei es mit dem Autofahren, also ich selber habe so eine Motivation und setze mir selber da gewisse Eckpfeiler und das treibt mich halt an und es frustriert mich nicht und zieht mich nicht runter und selbst wenn ich etwas mal nicht zu 100% hinkriege, kann ich trotzdem auf mich stolz sein und auf das, was ich erreicht habe und das ich zumindest versucht habe und das selber so zu verstehen, ja, war auch nicht einfach, vor allen Dingen, ja, wie gesagt, wenn man in der Kindheit viel Negatives zu hören bekommen hat und so Sachen wie man wird als Loser geboren und wird als Loser sterben. Jetzt ist halt, wie gesagt, so ein Punkt, wo man sagt so, ey, okay, aber ich muss es probieren und selbst wenn ich es nicht habe, wenigstens habe ich es probiert. Und das ist wie mit meinen Laufvideos auch so, ja, ich wollte mehr Reichweite damit haben, habe jetzt nicht die Reichweite, die ich habe, aber ich mache das, weil ich weiß, dass es für mich gut ist, mir gut tut und wenn ich irgendwem damit helfen kann und wie gesagt, am Ende steht die Charity im absoluten Vordergrund und dann ist mir damit schon mehr als alles andere geholfen. Nächster Fokus wird halt weiterhin darauf liegen, mehr Auto fahren. Diese Woche habe ich dann keine Therapiestunde, weil wegen Nachtschicht und dann erst wieder in meiner Freischichtwoche. Also von daher wünsche ich euch noch eine angenehme Restwoche. Ja, genießt das Laufvideo und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, sensationell. Und ich glaube, oh, ich glaube hier, du kleine Maus, gell, du freust dich auch schon jetzt auf den Lauf. So wie ich mich auch. Ah, das war es dann jetzt auch schon tatsächlich mit den Themen. Jetzt muss ich hier gerade nochmal das Ding fixen, weil das hat sich gerade verschoben. Glückssocken sind angezogen, aber Katja ist heute mal im Grün. Grün ist die Hoffnung, ich bringe den Stuhl weg und dann legen wir los. Die Papier ein bisschen Glück wünschen. Ja. So. Das geht, das habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Ah, so. Was wollte ich sagen? Ja, für heute, wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich nachtig arbeite, setzen wir mal an. 65 Minuten oder 13 Kilometer, also Standard. Jeder weitere erlaufende Kilometer ist ein Geschenk. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir ein bisschen mehr schaffen würden. Aber dann würde ich an der Stelle auch etwas sagen. Ich schalte meinen Mund, ich zähle von 3 runter und dann legen wir los. 3, 2, 1, los! Kilometer, 4 Minuten, 24 Sekunden. Puh. 2 Kilometer, 8 Minuten, 48 Sekunden. Puh.
Kilometer 13 Minuten. Kilometer, 17 Minuten, 24 Sekunden. Weiter geht's. 5 Kilometer, 21 Minuten, 40 Sekunden. Kilometer, 26 Minuten, 12 Sekunden. Oh, 7 Kilometer, 30 Minuten, 39 Sekunden. Oh. Kilometer, 35 Minuten, 12 Sekunden. 9 Kilometer, 39 Minuten, 50 Sekunden. 10 Kilometer, 44 Minuten, 15 Sekunden. 11 Kilometer, 48 Minuten, 48 Sekunden. Kilometer, 53 Minuten, 13 Sekunden. 13 Kilometer, 57 Minuten, 38 Sekunden. Ich würde sagen, wir laufen heute einen 65-Minuten-Lauf, setzen da mal so eine, ja, so eine Zeit, so eine Bestmarke, an der wir uns orientieren können, und dann sollte es für heute gewesen sein. Ich fühle mich zwar relativ fit, aber will mich auch nicht zu überanstrengen, und ich nehme das mit als Motivation, dann hoffentlich für einen Wochenendlauf und dann spätestens nächste Woche für die 5. Episode. Und ja, mal gucken, wie viel wir noch knacken im Kilometer, aber 65 Minuten steht als Ziel, und ich würde sagen, an der Stelle, komm, zur Feier des Tages, Bossmusik an und los! Kilometer, 61 Minuten, 51 Sekunden. Endspurt. 14,7 Kilometer, 14,7 Kilometer, 65 Minuten. Und damit ihr mir auch glaubt. Zack, genau. Ah, super, das war ein doch sehr, sehr guter Lauf gewesen. Und zur Feier des Tages, ich meine, ich halte es jetzt mal fest, 65 Minuten, 14,7 Kilometer, aber wir runden es auf 15 Kilometer und werden dementsprechend auch zu den 18 Kilometern vom Wochenende 15 Kilometer dazu rechnen und somit auch 15 weitere Euro zu den 18 Euro. Und das heißt, wir sind dann bei 18, 19, 20, 1, 2, 3, 33 oder 43? 33, nee,
33 Euro. Wir sind bei 33 Euro, die zusätzlich überwiesen werden jetzt gleich auf mein Spendenkonto. Und ja, dann verbleibt mir an der Stelle gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nicht zu vergessen, jeder von mir erlaufene Kilometer wird am Ende des Jahres in Euro plus ein bis dahin zusammengekommenen Spenden überwiesen werden an den Deutschen Kinderhospizverein und an die Vier Pfoten Deutschland. So, beziehungsweise ja, an die Vier Pfoten generell. Und ja, dann Happy Hump Day. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich habe definitiv meinen Spaß gehabt und ein bisschen Motivation. Und auf jeden Fall auch Motivation für den nächsten Lauf. Und ich denke, dann knacken wir tatsächlich mal oder wir peilen mal die 20 wieder an. Ich glaube, das sollte machbar sein. Aber bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für euren Support. Ihr könnt mir sehr gerne immer ein Like, Abo, Kommentar, Nachricht, wie auch immer da lassen, auf einen von meinen Social Media Kanälen. Und wer will, natürlich auch immer sehr gerne eine Spende. Und wer Sport machen will, kann auch sehr gerne Sport machen, Kilometer sammeln, mir diese zukommen lassen als Screenshot. Die werden meinen mit angerechnet werden. Allerdings nur, wenn der erlaufene Kilometerbetrag dann auch in Euro auf mein PayPal-Spendkonto überwiesen wird. Und ja, wenn einer noch Fragen hat, kann er es mich sehr gerne wissen lassen. Ansonsten sammle ich jetzt nicht weiter und wünsche noch eine schöne, angenehme Restwoche und bis bald. Tschüss!